Herzlich willkommen und grüß Gott auf meinem Traumaweltkanal. Ich bin Jason Wittmann und wie ihr wisst, ich liebe es, mich mit Menschen zu unterhalten. Und heute ist mir auf der anderen Seite des Bildschirms ein ganz, ganz besonderer Mensch zugeschaltet. Denn er hat Dinge erlebt in der Organisation und mit sich selbst, die, denke ich, nicht so häufig sind, aber wahrscheinlich häufiger, als wir uns eingestehen wollen. Und deswegen bin ich umso glücklicher, dass ich heute Simone auf der anderen Seite des Bildschirms habe. Denn sie hat im Laufe ihrer Entwicklung sich eingestehen müssen, dass sie Frauen liebt und dass sie deswegen ihr Leben anders ausrichten sollte, möchte, muss, als es bei den Jehovas-Zeugen vorgesehen ist. Denn sie ist auch als Jehovas-Zeugin groß geworden. Ich freue mich, dass du da bist. Vielen Dank für deine Zeit. Hallo Simone. Hallo, Jason. Schön, dass Schön, du dass auf du dem. da Ja, bist. das war ein doofer Eingedanke, hätte ich fast gesagt. Ja, genau. Schön, dass du da bist. Vielen Dank. Du, Simone, du hast eine ganz besondere Geschichte zu erzählen, wie ich finde. Und da kommen wir im Laufe des Gesprächs sicherlich dazu. Du bist nämlich ein ganz besonderer Mensch. Und fangen wir ganz vorne wieder an. Wie immer, wie bist du zu den Zeugen Jehovas gekommen? Wie ist da deine Struktur als Familie Ja. gewesen oder Wie reingeboren? eigentlich viele bin ich einfach reingeboren bei den Zeugen. Ich bin Jahrgang 69 und bin damals auf die Welt gekommen und war sofort ein Zeuge sozusagen. Meine Eltern sind irgendwann als Teenager dazugekommen, weil meine beiden Omas halt sich haben bekehren lassen, wenn ich das mal so sagen darf. Also meine Eltern kennen auch noch so ein bisschen Weihnachten feiern aus der Kindheit und Geburtstage feiern. Aber ich sag mal, ich glaube, meine Mutter war um die 14 und mein Vater 15, als dann die jeweiligen Mütter konvertiert sind. Ja, genau. Okay, gut. Und Familie sehr eng theokratisch. Wie ist Ja, das? Wie die ist ganze das? Familie eigentlich. Also gerade von meiner Mutter, die Seite, da alle oder die meisten bei den Zeugen, nur mein Opa nicht, mein Großvater, an dem ich sehr gehangen habe und der mir, ich glaube, der mir auch ein großes Stück Stabilität gegeben hat, oder da komme ich bestimmt später nochmal drauf. Der war kein Zeuge. Der hat sich da nie mit befasst, wollte damit nichts zu tun haben, hat es aber akzeptiert. Und da waren halt die ganzen Schwestern meiner Oma, alle Tanten waren, die Geschwister von meinem Vater waren bei den Zeugen, also eigentlich die ganze Großfamilie. Also das kenne ich. Das ist bei mir ähnlich gewesen, nur Großeltern halt nicht, und die haben dann halt drunter gelitten, weil die ganzen Kinder kein Geburtstag und kein Weihnachten mehr gefeiert Ja, haben genau. und somit die Familie im Grunde so ein bisschen ausgestorben ist, obwohl sie noch alle gelebt haben. Ja, das stimmt. War bei uns genauso. Okay. Und Also. wie ging es der kleinen Simone bei den Jehovas-Zeugen? Also ich sage mal so, die ersten Jahre, wenn ich jetzt zurückblicke, würde ich sagen, waren angenehm, als ich noch klein war. Das war in Ordnung. Okay, ich bin mit in den Dienst geschleppt worden, fand das aber oft auch spannend noch. Das war noch relativ locker. Bin vor allen Dingen gerne mit meinem Papa von Haus zu Haus gegangen. Der hatte so ein paar schöne Rückbesuche bei Bauern. Da gab es dann viele Tiere und da konnte ich dann rumrennen und während mein Papa sich dann mit den Leuten unterhalten hat. Das war damals noch relativ locker, muss ich sagen. Das habe ich noch gar nicht so als Belastung empfunden in dem Moment. Das kam erst später, so ich würde sagen nach der Grundschule, dass das für mich wesentlich schwieriger wurde. Im Teenageralter dann, dass man immer Außenseiter war, ist mir da erst bewusst geworden. Ja, ob das jetzt Geburtstage waren und andere Sachen, die in der Schule gefallen haben, wie das halt alle anderen Zeugen auch so erlebt haben, dass man halt nie dabei sein konnte und wenn irgendwas Schönes passierte, dann muss man immer sagen, nee, mache ich nicht, weil, nee, das Bonbon darf ich nicht, weil es ja ein Geburtstagsbonbon oder sonst was. Und ich würde sagen, das fing erst so ja, mit 12, 13 an, dass mir das mehr zu schaffen gemacht hat. Als Kind fand ich das noch alles relativ easy. Und ich hatte eine relativ schöne Kindheit, auch weil ich viel mit meinem Opa auch unterwegs war, der wie gesagt kein Zeuge war. Und wir einfach so viel gemeinsam unternommen haben. Das hat mich wahrscheinlich so ein bisschen aufgefangen. Es ist verständlich. Und ich sage mal, die Großeltern geben einen dann ja auch Halt an der Ja, Stelle, absolut. weil Absolut. die sehr viel entspannter sind. Ne? Die haben keinen Ja. Erziehungsauftrag, so wie die Eltern. Genau, Die müssen dich nicht genau. ziehen in irgendeine Richtung, sondern die dürfen einfach sein und dürfen die Kinder genießen. Genau. Ja, das habe ich bei Genau. meinem Opa auch. Wir haben viele Spaziergänge gemacht und Schach gespielt, das weiß ich auch noch. Genau, solche Sachen.
Ja. Das ist dann Ich entspannter. habe mal gezeigt, wie man, weiß ich nicht, was, einen Flitzebogen bastelt oder irgendwie Oh solche ja, Geschichten. das kenne ich auch noch. Genau, Ne? Flitzebogen war. Cool. Ja. Hast du Geschwister? Wie ist deine Familie strukturiert? Ja, Also. also ich habe eine kleine Schwester, 9 Jahre jünger als ich. Auch keine Zeugin. Sie war nie eine Zeugin, ist viel früher ausgebrochen als ich. Ich habe mich mit 17 taufen lassen. Wahrscheinlich, weil man das von mir erwartet hat. Wenn ich so rückblicke, so richtig gefestigt und richtig geglaubt habe ich das wohl nicht. Ich habe es einfach immer hingenommen, weil man es nicht anders kannte. Meine Schwester ist mit 14 ausgebrochen. Die wollte das alles nicht. Der waren die Regularien zu strikt. Und die wollte ihr Leben leben und hat da auch wirklich erstmal so alles gemacht, was man so als Teenager macht. Ist, als wilde junge Frau durch die Gegend gezogen, Diskos besucht und so weiter. Hat aber auch immer noch mit den Nachwirkungen der Erziehung der Zeugen zu kämpfen. Ja, Ja. das sitzt ja ganz tief drin in den Knochen. Ne? Diese ganzen Glaubenssätze, die man aus der Kindheit mitgenommen hat, wie das Weltbild aufgebaut ist, was gut, was böse ist. Wenn du das mit der Muttermilch aufgesaugt hast, das braucht eine Zeit lang, sich mit der Ideologie Das braucht absolut. auseinanderzusetzen und das dann abzulegen und für sich festzustellen, okay, das ist falsch. Nicht ich bin falsch, weil ich mir ein anderes Leben erwählt habe, sondern Genau, das, was diese ja. Organisation lehrt, hat weder was mit einem liebevollen Vater im Himmel zu tun, noch hat das was mit irgendwelchen Prophezeiungen in der Bibel zu tun. Das ist inszeniert oder auf Menschen gemacht, leider. Ja. Leider, ja, und so ist man eigentlich auch aufgewachsen. Ich hatte ja gesagt, ich bin Jahrgang 69 und eigentlich sollte ich ja schon gar nicht mehr in die Schule kommen, laut der Lehre der Ich Zeugen. 75, das auch. wollte gerade sagen, du fällst ja da so rein, ne? Dass du Genau. 75 die große Das, Zeugendepression. genau. Dass ich überhaupt noch auf die Welt gekommen bin, war ja eigentlich schon, zu der Zeit sollte man ja wohl keine Kinder in die Welt setzen, denke ich mal, aber dass ich dann auch noch zur Schule gegangen bin, 76 bin ich eingeschult worden, also es war schon Hammer, ja. Aber Hat keiner. das hat der Anthony Morris doch auch gemacht. Der Anthony Morris hat doch auch noch mit seiner Frau die zwei Kinder, was ist das? 73, 72, 73 Ja, haben die noch die. zwei Kinder in die Welt gesetzt an der Stelle, Ja. weil die Lehre war ja, dass wir nach 75 alle, der nur das Paradies kommen, beziehungsweise die im Himmel kommen, dass man dann wie Engel ist und dass man sich da nicht mehr fortpflanzt. Von daher Genau. vermute ich mal, das ist meine Meinung, dass die sich nochmal zusammengesetzt haben als Ehepaar und gesagt haben, na komm, dann schlagen wir dem Schicksal Schnell nochmal ein noch. Schnäppchen. Genau, dann haben wir wenigstens Nachwuchs. Das kann es natürlich sein. Also ja, ich bin genau in die Zeit reingefallen. Okay. Gut, du hast dich dann 86 taufen lassen, wenn ich das gerade richtig kalkuliert habe. 87, ja, 87, sieben. okay. In Also ich bin 18 geboren das Jahr, ja, genau. ja, genauso wie ich, genauso wie ich. Also gleiche Zeit. Ich war auch Echt? Ja, 17 und cool. bin dann 18 geworden. Ne, aber bei Ja. mir war es ein bisschen später. Okay. Und wie hat Ja, sich wie das? gesagt. Bitte, bitte, erzähl. Nee, Entschuldigung, ich wollte hier nicht ins Wort fallen. Ja, irgendwie, weil das wohl von mir erwartet wurde. Irgendwann wurde es dann Zeit. Ich meine, die meisten lassen sich ja wesentlich früher noch taufen. Die Sache ist ja nicht mehr ungewöhnlich mit 12, 13 bei den Zeugen. Ich meine, zum Glück hatte ich da keinen großen Druck, aber irgendwann war dann doch, hat man doch so unterschwellig immer mal gehört, wird doch Zeit und hin und her. Und naja, gut, dann hat man das halt gemacht, gehört halt dazu. Ne? Und wie gesagt, ich habe es ja auch noch nicht so wirklich angezweifelt, was mir beigebracht worden ist. Man hat das sein Leben lang gelernt, man hat das in die Wiege gelegt bekommen und wir sind die Guten, alle da draußen sind böse, so ungefähr. Und ja, das hat man dann einfach so gemacht, wie es von einem erwartet wurde. Klar, Als Kind. man vertraut seinem Umfeld, man vertraut seinen Genau, Eltern, gerade genau, wenn Tanten und Onkels genau. auch mit drin sind. Ja. Man vertraut denen und es ist ja eine gewisse Ja. Logik in den Lehren ja auch da. Und ich Ja. sage mal, dem toten Schnäppchen zu schlagen mit der Auferstehungshoffnung und mit dem Paradies, sag mal, was kann man sich auch oberflächlich mehr erstmal wünschen? Ne? Eben, so Von als der. gerade als Kind, ne, du denkst, oh, Paradies, Tiger und Löwen streicheln, ach, ist das cool. Und ja, das ist Ja, ja so, das ist das naive, die ja. naive Vorstellung. Ne? Da freut Genau. man sich drauf und oh, da möchte ich mal den und den, weiß ich nicht, Panda-Bären füttern. Ist, ja. Und das hinterfragt man nicht. Das hört sich ja wirklich alles erstmal so ganz hübsch an, ne? Dass das eigentlich alles Utopie ist und auch nicht wirklich umzusetzen in der Realität. Und wenn ich jetzt so überlege, ich weiß nicht, ob ich in meinem Faltenröckchen 1000 Jahre in den Bergen leben möchte. Als die artige Zeugenfrau. Ja, nee.
Naja, aber das sind halt Bilder, die du vorgesetzt bekommst, die du entsprechen solltest, ne? Und die Ja. auch einen gewissen Reiz haben. Aber Ja. wenn man dann mehr zu sich findet oder auf sich hört, dann merkt man, dass gewisse Dinge nicht ganz passen oder auch nicht logisch sind. Manche Leute sagen ja, eine Ewigkeit leben ist auch langweilig irgendwann, weil dann hast du ja mal alles gesehen. Also wenn Genau. man das Ganze mal ein bisschen weiter denkt, Genau. bist du dem, weil es ist ja alles romantisiert ganz stark. Es ist ja wie, als wenn du Natürlich. verliebt bist. Ganz Natürlich. frisch, ne? Ja. Es ist romantisch und du siehst nur rosarot, aber wenn man gewisse Dinge mal einfach weiterdenkt in diesem ganzen Konzept mit dem Paradies und den Zeugen, Eben. naja, gut. Ja, und ich glaube, das hatte ich bei Lord Evans gesehen auch, oder? Nee, du hattest das auch mal gesagt, so von wegen, wer macht denn alles drumherum? Wer baut die Häuser? Und Ja, das wird auch genau. alles überhaupt nicht angesprochen. Ne? Und das fehlt ja auch irgendwie so ein bisschen in in Ganz dieser genau. Inszenierung. Ganz genau. Da ist ja immer nur Friede, Freude, Eierkuchen und wir essen unser Gemüse draußen im Garten. Ja, ganz genau. Das. Also wenn du gehobelte, geschreinerte Bretter haben willst, dann brauchst du dafür ein Sägewerk, du brauchst dafür eine Abkante, Genau. du brauchst alles und dafür brauchst du Ja. Energie, elektrisch. Na gut, vielleicht kriegst du es mit Wasserkraft hin, das könnte man noch vielleicht hinkriegen, aber das ist, ich glaube, dass das ziemlich naiv ist, das, was da aufgezeigt wird an der Ja, Stelle. Ne? ja. Aber gut, Aber gut, das ist eine andere Geschichte, du genau. bist das Thema heute, Simone. Ja, das hat man also geglaubt irgendwo als Teenager und ja, oder als Kind. Und irgendwo als Teenager hatte man es dann im Kopf, hat das nicht großartig hinterfragt. Also ich zumindest nicht. Ich war jemand, ich habe wenig hinterfragt, was mir auch so jetzt im späteren Leben aufgefallen ist, dass es mir auch im Berufsleben schwer gefallen ist, Dinge zu hinterfragen und zu sagen, warum ist das jetzt so? Oder auch mal gegen etwas zu sein, weil ich so aufgezogen wurde, nichts hinterfragen, das ist so und das hast du so hinzunehmen. Ne? Und das muss ich schon sagen, das hat mich lange begleitet und es fällt mir auch heute manchmal noch schwer, dass ich so im Berufsleben manchmal sage, so, warum ist das denn jetzt so? Warum können wir das nicht anders machen? Wo andere viel lockerer erzogen wurden, wo dann auch eine Diskussion zwischen Eltern und Kind stattfand oder zwischen Kind und ich weiß nicht wem, das kannte ich gar nicht. Ich musste das machen, was mir vorgesetzt wurde. Und das hat mich natürlich auch in meinem weiteren Leben irgendwo beeinflusst. Und auch dann, ja, Schule. Ich meine, ich gehöre noch zu den Glücklichen. Ich war auf dem Gymnasium. Ist ja auch schon nicht so Oh, ja, selbstverständlich. das Ja, stimmt. ja, ja. Ja. 80er Ja. Gymnasium, mutige Eltern. Mutige Eltern. Also, und dann sollte ich aber eigentlich nach der 12. Klasse abgehen. Also mit, was ist das, Fachoberschulreife war das, glaube ich, damals. Ja, genau. Und dann eine Ausbildung machen. Ne? Also. Abitur war dann erstmal nicht vorgesehen, Genau. weil wofür Abitur und hin und her. Ja, letztendlich habe ich es dann meinem damaligen Direktor zu verdanken, dass ich dann doch noch wenigstens Abitur gemacht habe, der sich meine Eltern zur Brust genommen hat und gesagt hat, Leute, Simone ist gut in der Schule, das eine Jahr kann sie jetzt auch noch machen und was ihr danach Eben. macht, ist euch überlassen. Auf jeden Fall hat sie dann eine gute Basis. Und da haben sich meine Eltern tatsächlich dann auch bereden lassen. Und jetzt im Nachhinein bin ich dem ehemaligen Direktor auch wirklich dankbar, dass er das gemacht hat, dass ich dann doch noch mein Abitur gemacht habe. Ich meine, ich bin nicht studieren gegangen, damals noch nicht. Aber ich hatte zumindest die Grundlage. Ich habe ein gutes Abi gemacht. Ich meine, ich hatte sowieso nichts anderes zu tun. Ich war Außenseiter in der Schule, ich war Außenseiter auf einer Versammlung. Das Also kenne lernt ich. man. Ich war so eine kleine Streber. Ja, Du warst also. eine kleine Streberin, ich habe es gehört. Ja. War Ja, ich, war ich ich, verstehe dich, ja. ja. Ja, ich meine, ich habe gern gelesen, ich habe gern gelernt und finde, darf sowieso nirgends hin, also sitzt du dann da. Ja, genau. Ja. Ja. Oh, Und also dann habe ich immer eine Tour gemacht. Gut. Dann eine Ausbildung gemacht, wo es eigentlich dann auch hieß, dass ich vielleicht anschließend eine Halbtagsstelle nehmen sollte. Es hat leider nicht geklappt, vom Pech. sowas auch, schade. Ja, und da habe ich Wieso? dann irgendwann meinen Weg im Berufsleben gemacht. Hat ein bisschen gedauert, bis ich mit Gedanken über Karriere angefangen habe, aber zumindest hatte ich auch, was ja auch nicht selbstverständlich ist, eine vernünftige Grundausbildung, wo ich auch sehr dankbar für bin, dass ich für mich selbst sorgen konnte und auch immer noch kann natürlich. Und da nicht nur mich mit Putzen über Wasser halten muss, wie viele auch bei uns aus der Versammlung. Ja, Ne? Fenster putzen etc. Ja. Also das ist ja so ein typischer Zeugenjob leider. Genau. Okay. Genau. Wie hat sich das weiterentwickelt? Was war denn ausschlaggebendes Ereignis, dass du hier heute bist? Ich meine, dem ist jetzt ein langer Weg vorausgegangen, aber
Das ist ein Wenn du langer sagst, Weg, ja. okay, du bist ein braves Strebermädchen gewesen, das nie was Das war ich. hinterfragt hat, immer lieb gelernt hat, eher, du siehst Ja. doch perfekt, das ist doch das, was sich die leitende Ja. Körperschaft wünscht. Klappe Ja. halten, nicht denken, hübsch sein Genau. dabei, Faltenröckchen tragen und Genau. neue Zeugen zeugen am liebsten. Ich überspitze es jetzt Ja. mal ein Und bisschen. daran hat es dann schon gehapert. Ich meine, also, neue Zeugen zeugen. Ich habe es mir auch wirklich nie so eingestanden, dass ich auf Frauen stehe. Ich Okay. habe das jetzt auch oft durchgespielt und auch mal so drüber nachgedacht. Aber auch da wieder, ich bin so erzogen worden, das ist böse, das ist nicht. Und nein, das ist einfach nur, ach, ist eine Schwärmerei oder so. War schon mal irgendwo das eine oder andere, dass ich halt für eine Frau oder ein Mädchen geschwärmt habe. Aber das habe ich immer abgetan und hab mir dann auch eingeredet, dass ich für den tollen Jungen schwärme, für den alle schwärmen. Hab mich dann auch mit Brüdern getroffen, natürlich dann, also in meinen 20ern. Waren auch wirklich ein paar nette Kerle dabei. Aber ich habe es nie geschafft, dass ich da was Ernstes draus gemacht habe. So, und dann war ich natürlich auch wieder Gesprächsthema in den Versammlungen, der ist ja keiner gut genug. Ne? Ich wusste ja selbst nicht so richtig, wo dran es gescheitert ist. Es hat einfach nur nicht gepasst. Ich habe es mir selbst nicht eingestanden. Und das kam mir dann erst Jahre später. Ne? Aber da war ich dann auch erstmal wieder so ein Außenseiter, auch in der Versammlung, weil bei uns in der Versammlung, so liberal unsere Versammlung in vielen Dingen war, so sehr war man auch Außenseiter, wenn man alleinstehend war, gerade als Schwester. Ne? Man gehörte einfach nicht dazu. Und man hat dann auch so zwischendurch mal so das Gerede gehört. Einmal kam so ein 3- oder 4-Jähriger dort auf mich zu. Warum bist du eigentlich nicht verheiratet? So, ich wusste, dass die Eltern darüber gesprochen haben. Sonst hätte der mich niemals darauf Natürlich, angesprochen. klar. Ne? Und ja, gut, habe ich dann geschluckt. Mein Gott, war dann so, ich bin nicht verheiratet, habe noch nicht den richtigen Mann gefunden. Ja, und letztendlich für meine Geschichte bin ich froh, dass ich mich da auf nichts eingelassen habe. Da habe ich dann meine Freiheit gelebt, weiß ich nicht. Weil eigentlich brauche ich gar nicht viel Freiheit. Abenteuerlust, Freiheit und habe dann erstmal so ein bisschen gelebt und bin viel gereist und habe das einfach erstmal so sein lassen. Habe wahrscheinlich auch durch das Reisen ein bisschen zu mir selbst gefunden, ein bisschen mehr Selbstvertrauen auch gefunden, weil auch wieder in der Erziehung, wenn du immer alles hinnehmen sollst und nichts hinterfragen darfst, dann wurde mir auch viel gesagt, das schaffst du sowieso nicht, das kannst du nicht, mach das nicht. Also auch dieses Selbstvertrauen hatte ich gar nicht. Ich habe auch noch bis Ende 20 bei meinen Eltern zu Hause gewohnt, weil ich einfach Angst hatte, ich kann gar keinen Haushalt führen, was Quatsch ist, aber ich hatte einfach dieses Selbstvertrauen nicht, wenn ich das heute sehe. Ist tragisch, aber ja, weil das alles so klein gehalten wurde. Aber wenigstens hattest du ein bisschen finanzielle Freiheit für dich durch deinen schulischen und deinen beruflichen Weg, Genau. weswegen du dir, ich sag mal, mehr Weitsicht kaufen konntest Ja. durch Reisen etc. Ja. Ne? Und weil deine Das war Eltern auch mein so Glück. liberal waren, Ja. beziehungsweise dass du bei ihnen bleiben konntest, dass du diesen Schutz auch noch ge genießen konntest. Ja. Ne? Ja. Darf ich fragen, du weißt, ich bin ganz neugierig und frech, wenn du jetzt zurückguckst, wann hättest du rückblickend gesagt, dass du das erste Mal festgestellt hast, hey, das Mädel, das gefällt mir ein bisschen besser als der Junge? Wie ist das? Weil ich glaube, es geht vielen Zuschauern da draußen so und dass sie Ja. sich das noch nicht eingestehen können dürfen, weil sie in ähnlichen Ja. Kaskaden groß werden wie Ja. du. Ja, und wie Also, entwickelt sich das? Oder? bei mir so würde ich sagen, die ersten Anzeichen, wo ich das schon mal so ein bisschen mehr hinterfragt habe, so mit Ende 20, so, aber das auch immer wieder weggeschoben. Immer wieder weggeschoben. Ne? Weil dann hat man irgendjemand kennengelernt, ein Mädel kennengelernt, wo man dachte, nett. Und man hat auch viel Zeit miteinander verbracht als beste Freundin oder so, aber das war dann immer. Irgendwann dann mit Anfang 30 habe ich eine Schwester kennengelernt, mit der es dann auch passiert ist, mit der ich dann auch ein Verhältnis hatte. Wir galten offiziell als beste Freundin auch, waren auch ständig nur unterwegs zusammen, war natürlich alles streng geheim und durften es natürlich auch niemandem sagen. Aber Aufregend. letztendlich hatten wir ein Verhältnis. Und das war das erste Mal, wo ich offiziell dann oder für mich ein Verhältnis mit einer Frau hatte. Ja, wo ich gemerkt habe, das ist eigentlich, das bin ich eigentlich. Ne? Und das war schwierig, weil da waren wir beide ja noch eigentlich fest verankert bei den Zeugen.
waren da jeder in seiner eigenen Versammlung fester Bestandteil irgendwo. Ich seit über 30 Jahren in meiner Versammlung im Ruhrgebiet und sie in ihrer anderen Versammlung. Und das hätte nie jemand gedacht, ne? Offiziell waren wir beide auch gemeinsam auf Männerfang, so ungefähr. Klar. Ne, waren dann unterwegs auf Partys und sonst irgendwas. Aber letztendlich hat man ein Verhältnis, ja. Das ist doch aufregend gewesen, oder? Wenn du zurückblickst, sicherlich Ja, es anstrengend, war aufregend, aber sicherlich teilweise auch, hat es einen anstrengend. auch verrissen. Okay, wieso? Ja, dann das schlechte Gewissen irgendwo, ne? Ja, klar, So. okay. Ne, du wirst ja dann auch so erzogen, boah, das ist ja, ne, werden das Königreich Gottes nicht ererben. Und ist ja das dann, dann haben wir Hilfspionier zusammen gemacht und nach dem Motto, ja gut, auf der einen Seite haben wir ein Verhältnis, aber wir kaufen uns ein bisschen unsere Freiheit durch den Hilfspionierdienst. Das haben wir ein, zweimal gemacht. Und dann wieder, nein, eigentlich dürfen wir das nicht. Und so richtig offiziell war es ja dann auch nicht. Und diese Schwester hat sich dann hinterher auch wirklich einen Mann gesucht und hat ihn dann auch geheiratet. Es ist also auch noch nicht bekannt, dass sie jemals was mit einer Frau hatte. Also wenn, ich denke mal, wenn das jemand sieht, ja, könnte man darauf zurückschließen, wer es war, aber gut. Okay, es liegt alles in der Vergangenheit. Das liegt alles in der Vergangenheit. Und ja, es war eigentlich so der erste Schritt für mich, dass ich gesehen habe, wow. Ja, nichts gegen Männer. Ich habe tolle Kumpels, ich habe tolle Kollegen, aber ich kann einfach keine Beziehung mit Männern führen. Das ist mir dann hinterher auch nochmal aufgefallen. Da war ich ja auch noch bei den Zeugen, als diese Schwester dann geheiratet hat. Ich habe dann noch so ein bisschen vor mich hingedümpelt, war ein Pimo, ne, war dann noch so ein bisschen in der Versammlung unterwegs, aber nicht mehr so, schon nicht mehr so richtig, weil das auch irgendwo an mir oder in mir gearbeitet hat. Und ja, dann nach und nach habe ich mich dann aus der Versammlung rausgeschlichen. So bin dann untätig geworden, weil ich dann erstmal, es hat mir einfach nichts mehr gegeben. Ich hatte es dann auch zwischenzeitlich noch versucht, genau, das habe ich noch gar nicht gesagt. Ich bin dann noch in eine englische Versammlung gegangen, weil ich dachte, vielleicht hilft mir das so ein bisschen, weil die englische Sprache gefällt mir und das hat mir Spaß gemacht und dann auch das Internationale. Und versuch es mal, vielleicht finden, hast du da ein bisschen mehr Stabilität und gibt dir das mehr, aber auch das hat mir dann irgendwann nicht geholfen. Und dann irgendwann dann wieder zurück in die alte Versammlung und da dann irgendwann untätig. Und dann habe ich tatsächlich auch einen Mann kennengelernt, auch ein total netter Kerl, ein weltlicher. Habe dann da erstmal meine Erfahrung gesammelt, aber der arme Kerl, der konnte nichts dafür, aber es hat einfach nicht funktioniert, weil Okay. ne, ich mir einfach auch da noch nicht so richtig eingestanden habe, guck nach Frauen. Das kam dann danach, als es da nicht funktioniert hat. Da musste ich mich erstmal nochmal irgendwo austesten. Nämlich, weil das hat man ja als Teenager nicht gemacht. Andere machen das als Teenager. Das fehlte mir oder wie vielen Zeugen, die Genau. diese Testphase nicht haben. Dafür soll ja die Jugendjahre da sein, ne? Als dass man da Genau. seine Erfahrungen und Fehler machen kann. Oder Erfahrungen müssen ja keine Fehler sein, aber dass man einfach herausfindet, wer oder was bin ich und was sind meine Vorlieben oder Abneigungen. Okay. Und das war dann eigentlich so der Prozess, erstmal das Verhältnis mit der Schwester, dann dieses untätig werden, dann mal gucken, vielleicht findest du ja doch einen Mann, weil unterschwellig war immer noch, das ist ja nicht richtig. Dann bist du böse, ganz, ganz naiv gesagt. Und dann habe ich einfach gesagt, nee. Und dann habe ich die Gefühle auch zugelassen, habe dann auch eine Frau kennengelernt, habe das dann auch zugelassen und habe dann auch einen Brief geschrieben, dass ich nicht mehr bei den Zeugen sein möchte. Okay. Also hast du den Ausstieg denn selbst initiiert, Den dass du habe ich gesagt gemacht. hast, okay, Ja. gut, wie ist deine Familie damit umgegangen? Oh, Insgesamt das war ganz schwierig. dieser Prozess, meine, fangen wir mal klein an, deine kleine Schwester war ja eh nie richtig dabei gewesen und hat ihr Ding gemacht. Von daher, Ja, wie hat sie ja. das beobachtet mit ihrer großen Also an Schwester? sich war sie auch diejenige, die mir auch noch so ein bisschen den Anstoß gegeben hat, als das mit dem Mann nicht geklappt hat und so. Und dann sagt sie, sie hat dann auch zu mir gesagt, du stehst doch auf Frauen. Sie hat das auch zum ersten Mal ausgesprochen eigentlich, wenn ich das jetzt so im Nachhinein überlege. Ja, nee, ja doch. Ne? Also dieses wirklich Zerrissene irgendwo. Ne? Das, weil man immer gelernt hat, Ja, das das darf es ja nicht, das gibt es ja nicht, fertig. gibt's nicht. Das ist Jehova ja, verurteilt das, du wirst vom Blitz getroffen. genau, es ist als, wird als krank tituliert, ne? Genau. Oh Gott. Ja.
Ja, mittlerweile lachen wir auch, ich mit meiner Frau sehr oft darüber, aber wir sind ja krank. Es ist. Ja. Nein, aber auf jeden Fall, meine Schwester war dann eine große Unterstützung in dem Moment. Ich habe dann den Brief aufgesetzt und sie hat für einen Kaffee zum Nachmittag unsere Eltern zu sich eingeladen, wo wir ihnen das sagen wollten. Also das ist natürlich wie eine Bombe eingeschlagen. Kann mir Mein vorstellen. Vater, damals vorsitzführender Aufseher, das heißt jetzt mittlerweile irgendwie anders. Ist der Koordinator der Ältestenschaft, heißt es. Damals war es der Vorsitzende. VA, damals war es der Aua. VA, genau. Genau. Also ich habe immer Oberpriester gesagt und dann na, die kleine Tochter nicht bei den Zeugen, die große jetzt auch noch raus. Na, meine Mutter, gut, meine Mutter war nie so ganz stark verwurzelt. Die ist immer mehr so mitgeschwommen. Aber trotzdem war das natürlich ein Schlag. Ich habe damals auch bewusst gesagt, ich bin lesbisch, obwohl ich eigentlich diesen Ausdruck auch nicht so gerne mag, weil man wird so in so eine Schublade geschoben. Ne? Das ist gleich so, Es wird auch oft da mal als gucken. Schimpfwort benutzt, leider in unserer Genau, Gesellschaft. Ne? Von genau. daher ist das negativ Ist belegt, leider so ja. ein bisschen, bisschen negativ behaftet, dieser Ausdruck. Es ist ja vom Prinzip ist es ja richtig, ne? Aber der Genau. Ausdruck ist einfach. Und habe das auch gesagt, ich muss euch was sagen, ich bin lesbisch und ich habe einen Brief geschrieben, ich möchte nicht länger bei den Zeugen sein. Erstmal Stille. So, okay, und eine ganz putzige Reaktion von meinem Vater, wo ich heute drüber lachen muss. Oh, du warst doch immer so ein süßes Mädchen. Ja, so sind wir Eltern manchmal ganz romantisch, naiv. Ganz romantisch. Papa, ich bin immer noch ein Mädchen. Gut, dass ich jetzt nicht mehr so süß bin, aber deswegen bin ich immer noch ein Mädchen. Ja. Und ja, war natürlich fix und fertig. Kann ich auch verstehen, weil die beiden leben das ja. Und von daher war das für die beiden, für meine Eltern auch ein Schlag. Da erstmal sind wir so auseinandergegangen, ohne dass irgendwie was großartig gesagt worden ist. Ich war ein paar Tage später, bin ich dann nochmal zu meinen Eltern gefahren, wollte einfach nur einen Kaffee mit denen trinken. Ich habe keinen Kaffee mehr bekommen, ich habe nicht mal mehr ein Glas Wasser bekommen und da meinte mein Boah. Vater nur, du weißt ja, dass wir unseren Kontakt jetzt nur noch auf das Nötigste beschränken müssen. Ja, und das war das dann. Okay. Meine Eltern haben dann den Kontakt ziemlich komplett abgebrochen. So, das war schon heftig. Also ich habe also auch da die Erfahrung wie viele andere gemacht, als dann auch der Brief vorgelesen wurde, oder beziehungsweise mein Brief wird ja nicht vorgelesen, aber mein Austritt bekannt gegeben wurde, den ich ja proaktiv da schon begangen habe, weil ich auch dieses Ältestengespräch nicht haben wollte. Ich wollte mich nicht erklären und ich wollte nicht sagen, ja, vielleicht könnt ihr mich heilen oder so. Ja, ne, ich bereue auch nicht und das bin ich. Das war der Punkt, wo ich gesagt habe, das bin ich. Und dann, als der Brief dann wirklich dann, oder beziehungsweise der Ausschluss dann bekannt gegeben wurde, ja, von da an war dann natürlich auch das soziale Umfeld gleich komplett eingebrochen. Ja, also von heute auf morgen verlierst du alle Kontakte. Das hast du ja selbst auch mitgemacht. Und es fällt wirklich alles weg. Man glaubt das gar nicht, ne? Jahrzehnte Freunde, Familie, Bekannte von einem Tag auf den anderen. Das Ich ist bin in dieser Versammlung groß krank. geworden. Wie gesagt, dann, gut, als ich mich habe ausschließen lassen, das war 2014, da war ich mittlerweile fast 45. Die kannten mich also 45 Jahre. Ich war immer, bis auf die Zeit in der englischen Versammlung, immer in der gleichen Versammlung. Alles alte Bekannte, viele nette ältere Schwestern und Brüder auch, also die herzensgut sind, wo ich auch kein schlechtes Wort drüber verlieren möchte, weil ne, die sind keine schlechten Menschen. Aber die dann auf einmal wegfallen, die dann, wenn sie dich auf der Straße sehen, dann nicht mal mehr grüßen, weil das einfach so gefordert wird. Wir hatten noch vor kurzem den Fall, das ist noch gar nicht so lange her, ein halbes, dreiviertel Jahr, da war ich zufällig mit meiner Schwester gleichzeitig bei unserem Hausarzt. Und da saß dann noch ein Bruder im Wartezimmer. Der Arme. Der Arme, genau. Der wusste gar nicht, wo er hingucken sollte. Ich als Ausgeschlossene, meine Schwester als, naja, auch halb Abtrünnige, der wusste überhaupt nicht, wie er sich da verhalten sollte. Der arme Kerl hat mir fast leid getan. Aber gut. Ja, Ja. das fällt mir auch massiv aus, seitdem ich da raus bin, wie sehr man doch gefangen ist in Glaubenssätzen, in Ängsten dieser Ja. Organisation, die Ja. nichts mit der Bibel zu tun haben, die nichts mit irgendeiner menschlichen Komponente zu tun haben Nichts mit und Liebe, vor allen Dingen. genau, wollte ich gerade sagen, die weit, weit entfernt sind von dem, was Jesus gepredigt hat. Weit, Ja. weit entfernt. Ja, Ja. und einfach nur
mit der Intention, den Verein an sich zu schützen, ne, intern, Genau, und deswegen so harte Linien nach außen zu ziehen und dann alles als satanisch und böse und apostel zu betrachten, was nicht mehr in der eigenen Reihe tanzt. Echt schade. Es ist einfach schade. Ja, aber ich zumindest habe das ja auch jahrelang leider so mitgemacht, ne, weil ich so erzogen wurde. Ne? Und, ja, genauso. Es tut mir auch leid für viele, die vielleicht damals ausgestiegen sind, wo ich dann den Kontakt abgebrochen habe. Richtig. Wo ich dann schon mit Anfang, Mitte 30 auch einige Freunde hatte, die ausgestiegen sind, wo ich dann auch gesagt habe, warum soll ich dann keinen Kontakt mehr haben? Die lassen mir mein Leben, ich lasse ihnen ihr Leben. Das war aber erst ein Prozess später. Aber ich sag mal so mit 20, Mitte 20, da wer ausgeschlossen war, da durfte ich ja keinen Kontakt mit haben. Von daher, man weiß ja, was auf einen zukommt. Aber trotzdem ist es hart, wenn es dann soweit ist. Ja, genau, man weiß theoretisch, was auf einen zukommt. Das ist auch das, wie die Organisation immer wieder argumentiert. Ja. In dem Moment, wo du dich taufen lässt, weißt du ja, wenn du aussteigst, ne, dass kein Kontakt mehr mit dir gehabt haben. Aber dass das echt so ist, das kann man sich gar nicht vorstellen. Nein, weil es geht ja in keinem Kopf rein, wie man die engste Bindung zwischen Eltern und Kindern, Entschuldigung, oder zwischen jahrzehntelangen Freundschaften, wo du ja in den Armen gelegen hast, geweint hast, die intimsten Sachen anvertraut hast, das ist von einem Tag auf den anderen, nur weil du sagst, ich möchte meine Energie nicht mehr in diese Organisation investieren, weil da gewisse Dinge sind, die ich nicht unterstützen kann mit meinem Gewissen. Alles weg, alles. Alles weg. Und ich sage ja heute noch, ich meine, ich halte nicht mehr viel von der Organisation, gerade aufgrund der Dinge, die ich mittlerweile erfahren habe und die ich nachgeforscht habe. Aber trotzdem, wenn sich jemand wohl in der Organisation fühlt, dann soll er das machen. Bitte. Weil für viele ist es ja ein Halt. Ne? Und da würde ich nie gegenreden. Aber ja, leben und leben lassen einfach. Und das fehlt da leider. Ne? Dass man da einfach auch mal so einen Konsens findet, dass man sagt, ja gut, du möchtest jetzt kein Zeuge mehr sein, du bist jetzt glücklich mit deiner Frau, ich möchte lieber hier bei den Zeugen bleiben, also lass uns trotzdem Freunde bleiben. Aber das geht einfach nicht. Weil, wie du sagst, die Organisation wünscht da keinerlei Widerspruch oder keinerlei andere Meinung. Richtig. Und ja, wir werden sehen, wie sich das entwickelt, wie weit die Politik und die Gesellschaft sowas noch zulassen wird. Dauerhaft, weil Religion wird es meiner Meinung nach immer geben. Das ist auch gut, dass Menschen sich vereinigen dürfen und in eine Richtung zusammen gucken dürfen. Aber dass man sich gegenseitig so verletzt, da finde ich, da sollte man schon darauf achten, dass Organisationen so etwas nicht dürfen, ne? Solche Dinge auszusprechen und von ihren Mitgliedern zu verlangen. Wie geht es dir denn heute mit deinen Eltern? Weil ich meine, die sind ja jetzt auch schon 60, 70, mein Vater wird dieses 80. Jahr 78, zwischen 70 und 80. Ja. Und ja, es ist schwierig. Es ist schade irgendwo. Es tut weh, wenn man drüber nachdenkt. Wir haben jetzt so eine ganz lockere Basis gefunden, muss ich da sagen. Ich war vor 2 Jahren krank. Ziemlich krank. Bei mir wurde Brustkrebs diagnostiziert, allerdings frühzeitig. Also ich brauchte nicht mal eine Chemotherapie und auch keine Bestrahlung. Trotzdem war das erstmal ein Schlag, wenn du da vom Arzt kommst und das die Diagnose hast. Und das haben meine Eltern über meine Schwester mitbekommen, weil da ist ja der Kontakt noch. Meine Schwester war ja nie getauft und da ist ja der Kontakt. Das ist so pervers, das ist so blöd. Ja. Echt. Also ich sage jetzt mal, meine Schwester hat in ihren Teenagerzeiten schlimmer gelebt. Ich will sie nicht verurteilen. No. Um Gottes Willen. Aber sie hat mehr angestellt, was die Zeugen nicht gut heißen, als ich jetzt. Mein Fehler ist halt, dass ich das falsche Geschlecht liebe. Gut, aber das ist auch ein anderes Thema. Auf jeden Fall haben meine Eltern das dann über meine Schwester erfahren und dann auch über sie nachgefragt, wie es mir geht. Und so, dann habe ich auch schon mal eine WhatsApp-Nachricht bekommen, was ja auch schon viel ist, weil den Videos, die ich gesehen habe, dürfen sie ja nicht mal WhatsApp-Nachrichten schicken, beziehungsweise Anrufe annehmen. Dann kam dazu, dass in dem Jahr meine Schwester umgezogen ist, ein Haus renoviert hat und mein Vater hat da geholfen und meine Frau und ich auch. Und wir sind uns dann da über den Weg gelaufen. So. Und einmal bin ich meiner Mutter über den Weg gelaufen, die mich dann sogar in den Arm genommen und gedrückt hat. Weil sie wohl so Angst auch um mich hatte, jetzt mit der Krankheit, dass sie fragt, wie geht's dir und alles gut und so.
Wir haben jetzt einen ganz lockeren Kontakt, dass man ab und zu mal eine WhatsApp-Nachricht schreibt. So, Silvester war ich auch noch mal kurz bei meinen Eltern, weil ich gesagt habe, so, ich möchte mal nachschauen. Wie du sagst, mein Vater ist jetzt schon ein bisschen älter, oder beide sind ein bisschen älter und man möchte ja nicht sich nichts vorwerfen. Das sind meine Eltern und ich liebe meine Eltern und da lasse ich mir nichts vorwerfen. Da habe ich dann wenigstens mal nach den beiden geschaut. Es ist immer relativ oberflächlich. Es ist nichts, was in die Tiefe geht, so wie man das sonst vielleicht mit Eltern hat. Aber zumindest, ja, kann ich mich da ab und an mal zeigen lassen. Allerdings wird meine Frau komplett, wie soll ich sagen, das Thema wird einfach ignoriert und außen vor gelassen. Also sobald ich auch nur mal so ansatzweise meine Frau oder auch ihre Töchter erwähne, den Wechsel. Das wird einfach gar nicht hingenommen. Also das ist, Und das ja. tut weh, oder? Das tut doch Ja, richtig, natürlich. das tut ja richtig weh, weil Natürlich. ich meine, es ist ja das eine, das Kind abzulehnen, aber dass man den Partner vom Kind auch ablehnt Ja. und sich nach Ja. Jahren nicht auf diese Thematik einlassen kann und irgendwann mal zu dem Konsens kommt. Und ich meine, ich habe das auch noch vor mir. Ich habe vier Kinder, wie du weißt. Und Ja. meine Kinder werden auch Entscheidungen treffen, die erstmal in mein Weltbild vielleicht schwer reinpassen. Das ist stark Ja, anzunehmen oder vielleicht auch das nicht. ist Ich mit weiß allen es nicht. Eltern so. Und dass es eine gewisse Adaptionsphase dann dafür braucht. Ja. Aber ich glaube, das sind wir Eltern den Kindern schuldig, dass man sich dann anpasst und dass man sagt, du bist mein Kind, ich liebe dich immer, scheißegal, was auch Ja. immer du für Entscheidungen triffst, ich liebe dich und ich stehe hinter dir. Genau. Und vor allen Dingen, Sie müssen auch sehen, dass ich glücklich bin. Und ich bin wirklich glücklich jetzt, so wie es ist. Das war ich vorher nie. Ne? Also wenn ich an Kongresse denke, wo man zwischen 20.000 und 25.000 Leuten sitzt und sich einsam fühlt und das mit heute vergleiche, das ist ganz anders. Ich bin viel zufriedener, glücklicher und bodenständiger geworden. Und eigentlich das ist doch wichtig für die Eltern, denke ich mir. Oder sollte wichtiger sein. Richtig, richtig an der Stelle. Aber wenn es halt nicht das Weltbild passt, das man jahrzehntelang doktriniert hat, dann sind sie Ja. einfach in einer, wir kennen den Begriff kognitiven Dissonanz, ne? Also sie sind Genau, das genau. passt einfach nicht und darf nicht sein. Und was ich so schade finde an der ganzen Geschichte, ist immer, wie viel Lebenszeit eigentlich verloren geht. Weil wir wissen, unsere Eltern, meine Eltern sind in einem ähnlichen Altersbild wie deine, die sind einfach in ein paar Jahren, vielleicht Jahrzehnten nicht mehr. Und jetzt hätte Genau, man die genau. Möglichkeit, Dinge Genau. auszutauschen, sich Ja. nahe zu kommen, vielleicht Genau. auch sich selbst zu finden in ihnen, weil man ja ganz viele Anteile in sich trägt von ihnen. Ja. Aber das ist nicht möglich, weil diese Organisation sagt, nee, Genau. oh, das ist so Cut. Ist schade. nicht. Und Ja, es ist wirklich schade. Vor allen Dingen, ich habe eine tolle Frau. Das wäre eine Bereicherung auch für meine Eltern, sage ich jetzt einfach so. bestimmt. Wir haben zwei tolle Mädels. Beide toll, haben Erfolg im Studium, sind super. Hätten sie zwei Enkelkinder. Sind zwar nicht leibliche Enkelkinder, aber trotzdem, es sind tolle Mädels und ich glaube, die würden den beiden auch gefallen, aber die geben den dreien ja nicht mal die Chance, dass man sich kennenlernen konnte oder uns vielen. Ne, dass da einfach eine Familie entstehen kann, eine richtige Familie mit einer Basis. Ja, Aber es ist leider nicht. man verwehrt sich so viele schöne Möglichkeiten Ja, dadurch und ja. schiebt alles in eine ungewisse Zukunft, die nie kommen wird. Ja. Ja. Das ist eine Traumwelt, deswegen heißt der Kanal ja auch Traumawelt oder Traumwelt, Ja, genau. weil du einfach in einem Traum drin lebst und glaubst, ja, später im Paradies können wir alles, es wird alles nach hinten geschoben. Genau. Es ist so naiv und ich meine, die Leute werden es selbst nicht mehr miterleben, sie werden irgendwann einschlafen. Und Ja. sehr wahrscheinlich nicht aufwachen, aber es Das ist habe ich einfach bei meiner traurig. Oma halt gedacht. Die ist 2006 verstorben, hat ihr Leben den Zeugen gewidmet auch, und sie wird auch nie erleben, dass irgendwas anderes passiert. Da bin ich fest von überzeugt. Ne? Ich meine, es ist ein Leben, was wirklich, wie du sagst, nur für die Zukunft ausgerichtet ist oder auf die Zukunft ausgerichtet ist. Und das Hier und Jetzt wird völlig vernachlässigt. So, das, was eigentlich das Leben ausmachen sollte. Klar, es gibt auch Probleme und es läuft nicht immer alles glatt, aber im Großen und Ganzen, wenn man im Hier und Jetzt lebt, kann schon sehr schön sein. Richtig, gerade auf unserem Teil der Erde, wo wir leben dürfen, ne? Ja, Hier in genau. Uns geht's gut. Westeuropa.
Ich wollte gerade sagen, uns geht es gut. Wir sind zwar gerade mitten in einer Corona-Krise oder in einer Pandemie, aber es hat auch viele, viele Vorteile gebracht. Allein die Akzeptanz in der Bevölkerung, dass man so kommunizieren kann miteinander, wie viele Genau, Ressourcen man ja. spart, allein beruflich. Es ist Auf jeden Fall. super. Gibt es noch irgendwelche Auswirkungen, mit denen du zu kämpfen hast, Simone? Weil ich sag mal, du bist ja 45 Jahre mit den Zeugen verbunden gewesen, mehr oder minder. Hast das mit der Also Muttermilch gut. aufgenommen? Ja. Und das Schlimmste war halt wirklich, dass man alle sozialen Kontakte verloren hat. Durch meine Reisen hatte ich natürlich auch einen extrem großen Freundes- und Bekanntenkreis weltweit. Ich habe mich manchmal gefragt, wie die Leute das weltweit auch so schnell erfahren haben, dass ich nicht mehr dabei bin. Aber Kommunikation bei den Zeugen funktioniert scheinbar gut. Okay. Das fand ich schon sehr, sehr schlimm. Einige wirklich gute Freunde und Freundinnen, die da weggefallen sind. Ich habe zum Beispiel so eine Art Patenkind in Südafrika gehabt. Also Zeugen haben ja kein Patenkind in dem Sinne, aber ja, die Schwester ist damals unehelich schwanger geworden, hat aber nur eine Zurechtweisung bekommen und ich habe damals gesagt, du, ich würde den Mann auch gar nicht unbedingt heiraten, du schaffst das auch alleine. Ne? Ist einfach so, war damals schon meine Meinung. Sie hat den Mann dann geheiratet und als ich dann ausgeschlossen wurde, also erstmal habe ich ja das Kind dann als Patenkind gehabt, ich habe mich darum gekümmert von hier, habe Geld hingeschickt, Geschenke, also ohne mich jetzt hier irgendwie loben Alles zu wollen, gut, es war einfach nur die nein, Geschichte. Fakt, ne? So, und das war halt so meine kleine Familie da unten in Südafrika, die ich unterstützt habe. Und in dem Moment, wo ich ausgeschlossen wurde, wollten die keinen Kontakt mehr. Alles Schade. weg. Ja. Für sie selbst einfach auch schade, ja. Ja. Oder auch eine gute Freundin aus den USA, mit der ich viele tolle Reisen gemacht habe, die ein sehr promiskuitives Vorzeugenleben hatte, die also erst später zu den Zeugen gekommen ist. Keinerlei Verständnis, hat mich bei Facebook als Freundin rausgekickt, ohne auch noch einmal zu fragen, was los ist. Ich habe sie dann nochmal angeschrieben. Nein, du weißt doch, dürfen jetzt keinen Kontakt mehr haben. Also das war einmal so eine Sache. Ja, dann was begleitet mich jetzt noch? Wie gesagt, ich musste lernen, selbstbewusster zu werden, mich anders zu präsentieren, auch im Beruf. Ich habe mit meiner Karriere relativ spät dann auch angefangen, muss ich sagen, bis Anfang, Mitte 30 hat man ja eigentlich den Beruf mehr gemacht, weil zur Versorgung, Lebensunterhalt. Und eigentlich, ja, Karriere ist ja bei den Zeugen sowieso nicht vorgesehen. Und irgendwann habe ich gedacht, eigentlich, du hattest ein gutes Abi, du bist nicht auf den Kopf gefallen, eigentlich möchtest du ein bisschen mehr, erwartest du ein bisschen mehr. Ist einfach so. Und dann habe ich dann auch so ein bisschen versucht, so ich habe mich intern in der Firma, wo ich jetzt bin, auch ein bisschen hochgearbeitet, habe jetzt wirklich eine tolle Position und habe dann auch noch allen Mut zusammengenommen und habe dann vor 5 Jahren angefangen, ein Fernstudium zu machen. Cool. Was? Bin jetzt, Was stimmt? das wird Bachelor of Logistics Management. Das Also ist ich muss in den nächsten Tagen mit meiner Thesis anfangen. Ich warte noch auf meine Professoren. Ich bin jetzt also so gut wie durch. cool. Ja, weil ich bin in der Logistik und musste mich da dann auch durchbeißen. Eigentlich auch ein gutes Feld, weil das hört sich jetzt ein bisschen doof an, aber da sind mehr Männer, aber man muss, und da muss man sich ein bisschen als Frau ein bisschen mehr durchbeißen, gerade in der Logistik. Und das hat mir eigentlich ganz gut getan, da so meinen Weg zu finden. Und ja, jetzt mache ich dann das Studium noch und da habe ich lange, auch jetzt manchmal noch mit mir zu kämpfen, dass ich ja meine Bedürfnisse nicht hinterfrage oder Dinge nicht hinterfrage. Ja, und vieles nur so hinnehme, wobei das auch viel besser wird mittlerweile. Ja, man wird als Zeuge Jehovas doch ziemlich, ziemlich klein gehalten, ne? Gerade als Frau, du musst immer demütig sein und Ja, genau. nichts hinterfragen und Ja. die leitende Körperschaft und die Ältesten wissen es eh besser, aber dass man Ja. auch für sich einstehen muss in gewissen Bereichen, das wird dir nicht unbedingt anerzogen. Es gibt Familien, Nein. die das haben das ein bisschen in ihrem Charakter drin. Aber Ja. insgesamt sollst du doch eigentlich ein stilles, demütiges Leben als Christ leben und immer Genau. ein zeitweilig ansässiger Fremdling sein in diesem System, Ja, genau so ist das. Ja. keine richtigen Wurzeln fassen. Und entsprechend lebt man Ja. sein Leben dann auch immer ja, nicht ganz so gefestigt manchmal. Das kenne ich auch ganz gut. Ja, weil sobald dann Gegenwind kommt, dann ist so ein bisschen so,
Und dann muss man sich dann erstmal wieder fangen. Ne? Ja, Das genau. ist so, das stimmt schon. Ja, was soll ich sagen? Und Das begleitet mich halt noch. von der Ideologie, gibt es noch Dinge, wo du Angst heutzutage vor hast? Weil ich sag mal, du bist ja dann in den 70er, 80ern groß geworden. Du hast ja dann das wunderschöne Rote Paradiesbuch studiert, sicherlich. Yes, Oder? natürlich. Und da sind ja Natürlich. so viele Hammerbilder drin. Wenn ich mir die, ich habe mir das Ja. im Rahmen eines Videos vor ein paar Wochen nochmal angeguckt. Oh, das ist ja echt heftig. Was da Ja. für Bilder noch aufgezeigt werden und die echt verstörend sind für Kinder und Ja. Jugendliche, rückblickend. Und wo ich auch verstehe, warum meine Kinder manchmal so Angst hatten vor der Literatur. Wie geht's dir damit heute? Also mittlerweile ganz gut, muss ich sagen. Aber ich hatte auch wirklich Jahre, wo ich noch Albträume hatte. Also gerade dann so kurz nach dem Ausstieg, dass man dann irgendwie von Harmageddon geträumt hat und sich da irgendwo in so einem Szenario gesehen hat, wo dann diese Feuerkugeln vom Himmel kommen oder so. Das hatte ich auch. Das habe ich aber zum Glück ziemlich verarbeiten können, muss ich sagen. Aber es war natürlich wirklich auch manchmal heftig, weil ja, mit dem Ausstieg begibt man sich ja auf die andere Seite. Man muss erstmal für sich klarkriegen, dass man nicht böse ist. Ich bin jetzt kein schlechter Mensch, nur weil ich kein Zeuge mehr bin. Richtig. Aber es ist halt immer das, die da draußen werden vernichtet. Die da draußen sind alle alkoholabhängig, die huren nur rum, die trinken nur, und es gibt keine Liebe unter den Leuten so ungefähr, ne? Und die kommen alle um. Der weltweite Genozid. Das hat mich erst noch begleitet. Jetzt mittlerweile geht es da eigentlich. Klar kommt einem das ab und an noch mal in den Kopf, aber es ist jetzt nicht mehr so beängstigend wie ganz zu Anfang. So, dass ich sag, ich bin ein guter Mensch und ich versuche freundlich und nett mit meinen Mitmenschen umzugehen. Und wenn mich ein Gott aufgrund meiner Liebe deswegen vernichtet, dann will ich auf dem Planeten auch gar nicht leben. Ja, also das hat meine Frau dann auch zum Schluss immer gesagt, bevor wir ins Ausgestiegen sind, dass sie gesagt hat, also wenn das so sein sollte in der Organisation, wie es gerade gelebt wird, dann muss man sich echt fragen, will man in so einem Paradies leben mit Genau. solchen Charakteren, die hier Autorität von Gott bekommen und Ja. der Gott, der so rachsüchtig ist oder so oberflächlich Ja. Entscheidungen augenscheinlich macht, will Ja. man das denn? Das ist dann sehr, sehr Ja. fraglich, weil Ja. das ist dann ja auch kein Leben. Ist es auch nicht. Und ich habe für mich beschlossen, ich möchte lieber ein ehrliches Leben führen, möchte zu meiner Neigung stehen und offen so leben, als dass ich dann bei den Zeugen irgendwie was vorheuche, was nicht ist. Das Und ist das große Thema Authentizität, ne? Und das ist das, genau. was dir ja genommen wird. Ich weiß, ein Bruder sagte bei uns immer wieder, Satan will alle uniformieren und in Schubladen stecken. Ja. Das war immer so Ja. das Bild, wo ich mit groß geworden bin. Ja. Mittlerweile habe ich für mich erkannt, dass Genau das genau umgekehrt. umgekehrt, ja, genau, das ist Ja. genau umgekehrt, Simone. Ja. Dass bei den Zeugen jeder und alles uniformiert wird, das siehst du auch in den ganzen Broadcasting-Videos mittlerweile, wie ein Zeuge auszusehen, zu denken, zu handeln hat. Ich meine, du hast lange Haare und einen Bart, ne? Ich meine, es geht ja gar nicht. Ja, eben. Ganz genau. Das ist auch eine ganz, Ja. ganz spannende Geschichte. Du musst überlegen, seitdem ich raus bin bei den Zeugen, habe ich mir nicht mehr die Haare geschnitten, ganz bewusst nicht. Ja, glaube ich. Und ich musste feststellen, dass ich voll der Lockenkopf bin. Das musst du dir mal überlegen. Meine Haarstruktur, ich habe wirklich so curly Haar. Ja, Das ist voll verrückt, ist das. Und das ist ein großer Teil meiner Persönlichkeit. Ansonsten wird mein Körper ja nicht solche ovalen Haarfollikel natürlich. produzieren. Aber dessen konnte ich mir 40 Jahre lang nicht bewusst sein, weil, na, Männer haben so nicht auszusehen. Ganz zu schweigen davon, wie die alten Israeliten ausgesehen haben müssen, die sich auch nur einmal im Jahr geschoren haben. Also es ist einfach Genau. nur menschengemachte Ideen, die mit Ja. Gottes, da wo Gott drauf projiziert wird. Das ist sehr, sehr schade. Ja. Es ist wirklich schade. Ja, ich habe aber, wenn du sagst, du hast dir die Haare nicht geschnitten, ich habe die ersten Jahre erstmal keine Röcke getragen. Ich konnte keine Röcke und Kleider mehr sehen. Jetzt bin ich wieder so weit, aber anfangs war das hat mich zu sehr immer an die Versammlung erinnert. Ja, Obwohl da ja. muss ich auch sagen, da war ich eigentlich auch schon immer Revoluzer. Ich bin ja in den Predigtdienst gegangen und hatte eine Hose an im Winter. Ne? Also. Ja, es gab im Allgäu eine Zeit, das weiß ich von welchen, die auch eine Zeit lang eine Hose also tiefsten Allgäuer Winter tragen durften, wo die Ältesten das akzeptiert haben, bis es dann ein neuer Kreisaufseher sehr eingezogen ist und der da wieder ein P vorgeschoben hat. Ja, Und ja. wo der auch gesagt hat, also Entschuldigung, allein von der Anatomie der Frau, das ist doch wirklich krank. Also, Ja, dass man da im tiefsten Winter dann von Haus zu Haus mit einem Rock stapfen soll. Also, naja. Aber gut, ja. das ist wieder Ist ein anderes Menschen, Thema. ist Genau. wieder ein anderes Genau. Thema, menschengemacht. Genau. Ja.
Okay, wenn du jetzt zurückblickst auf deine ganze Zeit, welches Fazit würdest du ziehen? Weil ich sage mal, du hast ja dann doch einen ziemlich langen Weg gebraucht, um Ja. das für dich zu erkennen, dich, ich sage mal, zu entgiften von diesen Ja. Glaubenssätzen. Was würdest du Menschen empfehlen da draußen? Oder Also, wie bloß nicht so würdest du lange darum? zu warten. Bloß nicht so lange zu warten. Ich meine, ich könnte jetzt sagen, boah, die haben mir 40 Jahre meines Lebens gestohlen. Will ich so aber auch nicht sagen. Es gab auch gute Zeiten und wir hatten auch schöne Erfahrungen. Aber Leute hinterfragt, Leute überlegt, was ihr selbst möchtet. Macht euch Gedanken, wohin eure Reise euch führen soll. Na, nicht, wohin die Reise vorgegeben werden soll. Was sind eure Ziele? Hinterfragen, die eigenen Gefühle hinterfragen, die Lehren hinterfragen. Und dann offen damit umgehen und nicht versuchen, sich hinter solchen Glaubenssätzen zu verstecken, wie ich es ja eigentlich lange gemacht habe, dass ich das immer vor mir gewiesen habe, dass ich auf Frauen stehe. Ne? Das darf nicht sein, das ist böse. Nein, das ist nicht böse. Das ist einfach natürlich und ich liebe halt einfach nur das andere Geschlecht. So, ich tue niemandem was Böses damit. Das für wäre ein Fazit. Viel früher aussteigen. Ja, und einfach sein Leben leben und dann im Hier und Jetzt leben. Genau, das Reisen, ne, du sagst, wie die eigene Reise ist. Und das fällt mir in den Ja. Interviews auch immer wieder auf, dass Ja. Menschen es sehr gut tut, einfach mal Abstand zu gewinnen, zu Ja. sich zu finden und zu Ja. überlegen, ohne jeden Einfluss, was will ich überhaupt? Wie empfinde ich? Wo Ja. denke ich hin? Ich muss an dieses Interview mit der Filia denken. Vielleicht hast du das mal Ja. gesehen, Hab, das habe ich gesehen. die ja noch dahingehend gegangen ist, dass sie geheiratet hatte, eine Frau. Und dann auf einer Reise dann selbst festgestellt habe, meine Herren, eigentlich fühle ich mich in einem weiblichen Körper viel wohler als in meinem männlichen Ja. Körper. Und Ja. dann ihre Reise dahingehend angetreten ist. Aber das konnte sie auch nur, wie sie Deswegen. sagte, mit Abstand schaffen, weil sie dann halt durch Deutschland gereist ist, ne? Deswegen, jeder braucht so seine Zeit, denke ich, ne? Und braucht irgendwo seine Möglichkeiten zu sich zu finden. Wie du sagst, der eine durch Reisen, das war bei mir auch zum Teil der Fall. Und dann einfach mal die Zeit für sich zu nehmen. Und die Zeit muss man sich dann auch mal nehmen. Wenn man merkt, dass da irgendwas in sich schlummert, dass man das auch mal zulässt, darüber nachzudenken. Und das nicht nur immer wegschiebt, ne? Und letztendlich dann, ja, das Leben so zu genießen, wie es jetzt ist. Also ich kann nur für meinen Teil sagen, das habe ich vorhin auch schon mal kurz angedeutet, dass ich wesentlich glücklicher bin, mit wesentlich weniger Ängsten lebe, mit wesentlich weniger Druck. Aber ich glaube, da spreche ich auch vielen anderen ehemaligen Zeugen aus der Seele, weil man einfach diesen Erwartungen der Zeugen nicht mehr gerecht werden muss und auch nicht immer mit diesem Hamagedon ist um die Ecke, ne? Heute ist der letzte Tag der letzten Tage der letzten Tage. Es erleichtert das Leben ungemein, wenn man da aus dieser Spirale einmal rauskommt. Na, du bist ja permanent im Panikzustand. Ne? Ja, Du bist ja. immer hast du das Gefühl, mit jeder Handlung dein ewiges Leben gerade aufs Spiel zu setzen, weil du irgendwas falsch machst, aus Ja. Sicht Jehovas oder der Ältesten. Und ganz zu Ja. schweigen davon, gleich könnte das Zeichen der Gegenwart Christi am Himmel erscheinen und dann bricht Ja. hier Tabula Ja. Rasa los, das große Genozidgemetzel. Genau. Oh. Das weltweite, ja, der weltweite Genozid oder was weiß ich, ja. Und bin ich dann gut genug gewesen? Habe ich alles gemacht, was von mir erwartet wurde? Oder hätte ich vielleicht doch noch 5 Stunden mehr im Predigtdienst opfern müssen? Genau. Oder Ich habe den Predigtdienst immer gehasst. klebt das Blut der Wohnungsinhaber an meinen Händen, weil ich mich Genau, nicht genau. gut genug um das Predigtdienstgebiet, Ja, das mir ja. zugeteilt wurde, gekümmert habe? Das sind ja so Genau. viele, also wir als Familie merken, dass es ist so viel Arbeitsspeicher im Kopf belegt mit Ja. diesen ganzen Ängsten, mit diesen ganzen Ja. Doktrinen, mit diesen ganzen What If. Ja, Ja, genau. dass du gar nichts mehr wahrnimmst. Deine Sinne sind völlig benebelt und du nimmst die Ja. schöne Welt, all das Gute da draußen, auch wenn es momentan verrückt immer wieder erscheint, aber das kannst du gar nicht wahrnehmen, weil du völlig zugeschissen bist im Kopf. Ja, ist wirklich. Das ist der Das Hammer. kann man nicht anders nennen. Das ist wirklich so. Ja, du hast gar nicht die Möglichkeit, das so zu genießen und so wahrzunehmen, wie es eigentlich ist. Und auch die Freundlichkeit der Menschen da draußen, das ist ja immer nur, ja, ne? Aber die da draußen sind nicht schlechter als alle anderen. Und das kann ich auch nur allen sagen, die vielleicht kurz davor stehen, weil sie Angst haben, rauszugehen. Da draußen findet man Freunde, da draußen findet man super Freunde. Und ich behaupte mal, teilweise findet man da draußen, ich benutze das jetzt bewusst, Verstehe dich.
da draußen noch bessere Freunde, weil die einen nicht nur lieben, weil man ein Zeuge ist und im Predigtdienst geht, sondern weil die einen als die Person lieben, die man ist. Mich in dem Fall als Simone, die Frauen liebt, die manchmal ein bisschen crazy ist. Und ja, ich möchte einfach für meine Person geliebt werden und nicht nur, weil ich da irgendwelche Aufgaben bei den Zeugen erfülle oder mein Faltenröckchen trage. Ja. Genau, das ist unheimlich befreiend. Also es braucht sehr viel Mut, weil man hat unheimlich viel Angst, weil du, wie du das ja sagtest, mit der Muttermilch bekommen hat, dass alles da draußen böse ist, alles ist von Satan. Und man kann sich das ja gar nicht vorstellen, dass die von Satan Besessenen da draußen auch lieb und ehrlich interessiert an dir sein können und dass da draußen auch es Liebe gibt, weil man ja in einem so völlig falschen Weltbild aufgewachsen ist. Aber es ist interessant, dass du das sagst, das sagt jeder meiner Interviewpartner und ich habe es auch so erlebt, dass es sehr viele Menschen da draußen gibt, die Gutes tun, die an dir als Mensch interessiert sind und dass man auch dort viele tiefe Freundschaften aufbauen kann. Ja? Auf und jeden Fall. Du hast ja und schlechte Erfahrungen machst du überall. So oder so, aber du, so ist, wenn, so. Wenn du jemanden triffst, dann mackelt sich um deiner Willen und nicht dessen, nicht weil du auch ein getaufter Zeuge bist. Ne? Genau, und das ist das Wichtige eigentlich. Und deswegen auch, wenn der Ausstieg schwer ist, und ja, es wird auch schwer, wenn man die ganzen vermeintlichen Freunde verliert, aber da kann ich auch nur jedem sagen, es ist es wert. Es ist zwar auch ein Kampf vielleicht, dauert eine Zeit, aber nicht aufgeben. Da draußen ist wirklich ein Leben, das sich lohnt, gelebt zu werden. Genau. Und es gibt auch viele wirklich gute Netzwerke da draußen mittlerweile, wo du dich anhängen kannst, wo du auch deine Leute triffst oder auch nur phasenweise, wo du sagst, okay, da hole ich mir jetzt die Information, da kriege ich die Begleitung oder kann Begleitung geben. Ja. Weil ich habe das so empfunden, das mit den ganzen Apostates, wie es früher mal beschimpft wurde bei den Zeugen. Es gab in den Social Media sicherlich eine Phase und gibt es auch jetzt immer noch, wo viel geschimpft wird. Weil man einfach sehr viel Schmerzen hat. Du musst ja, es ist einfach, natürlich. Du hast ja Jahrzehnte deines Lebens gestohlen bekommen, wurdest betrogen. Es ist ein riesen Betrugstrauma, wie ich immer sage. Und da entsteht natürlich Wut und Trauer in dir. Natürlich. Das ist ganz natürlich. Und das findet auch sein Ventil dann in den sozialen Medien oft. Aber du findest auch viele Menschen, die sachlich damit umgehen, die dich begleiten können, die sagen, du, ich höre dir mal zu, wir gehen mal einen Kaffee trinken. Oder man ist in irgendwelchen Gruppen und kann sich austauschen. Und sich das holen, was man selbst braucht auf seinen Weg. Weil jeder Weg ist anders, so wie du gerade schon sagtest, Simone. Jeder ist anders. Ja. Und ja, das habe ich mir auch eigentlich so ein bisschen zum Ziel gesetzt, dass ich vielleicht auch gerade in der LGBTQ-Gemeinschaft oder in dieser Richtung ein bisschen Unterstützung geben möchte. Wenn da Zeugen sind, die sich da nicht trauen, dass irgendwo auszuleben oder das anzusprechen, dass man da vielleicht Unterstützung bieten kann, weil das gerade ein ganz schwieriger Bereich bei den Zeugen ist. Es ist eh schon schwierig auszusteigen, aber gerade dann in den Bereich Homosexualität oder Transgender, weil das bei den Zeugen ja einfach gar nicht gelebt wird und das einfach weggetan wird. Und da würde ich gerne helfen, wenn da bin ich auf dem Weg, wo ich gerade überlege, wie ich da helfen kann. Das finde ich also auch ganz wichtig, dass man auch einfach vielleicht jemanden hat zu sprechen, so wie du mit deiner Frau gut sprechen kannst oder ich mit meiner Frau gut sprechen kann und dass ich auch gute Freunde hatte, mit denen ich offen sprechen konnte. Wobei viele immer noch nicht wussten, dass ich mit der Schwester das Verhältnis hatte. Aber ja, aber das ist genau das, was man manchmal braucht in gewissen Lebensphasen, wenn man etwas verändert. Einfach ein offenes Ohr von jemandem, der Ähnliches erlebt oder empfunden hat. Und deswegen finde ich das so interessant, ohne jetzt Werbung zu machen, aber über den Verein JZ Help, wenn man da jetzt anschreibt, da kann man Kontakt zu Menschen finden, die Ähnliches erlebt haben, so wie das Interview mit dem Andreas, was ich mal hatte, der zum Beispiel dann sich ganz entspannt mit Leuten unterhalten kann, die sagen, okay, ich habe eigentlich eher einen Hang für Männer als Mann. Und dass man da mal ein offenes Ohr hat, weil viele, viele junge Männer, gerade die im Bethel auch sind, die haben einfach ihre Empfindungen dahingehend gepolt, dürfen sich es aber nicht trauen und haben, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, ich habe das an einer anderen Stelle, glaube ich, schon mal gesagt, bedingt durch den Vortrag von den Stephen Lett im Sommer letzten Jahres auf dem Kongress, wo er sagte, dass Homosexuelle, auch wenn sie auferweckt werden im Paradies, diesen Lifestyle, Lebensstil dann auch lernen müssen abzulegen, als wenn Jehova sie dann mit diesem Fehler wieder auferweckt. Genau, dieser Marke wieder, genau. Ja, genau, und sie müssen dann weiterkämpfen, um das abzulegen und viele in der Community. Wieder 1000 Jahre kämpfen. Oh Gott, und da ist ein richtiger Ruck durch die Community gegangen, wo die
betroffenen Zeugen dann sagten, meine Herren, scheiße, ich kämpfe jetzt schon seit 10, 20, 30, 40 Jahren gegen diese Empfindungen und ich soll dann noch mal 1000 Jahre kämpfen. Genau. Aber dann wird der Schmerz so groß, dass man eine Chance hat, vielleicht aufzuwachen. Und deswegen ist es lieb, dass du das anbietest, dass wenn da jemand Bedarf hat, sich zu unterhalten, dann kann man sicherlich... Einfach nur unterhalten. Ich kann keine Therapie geben oder sonst irgendwas, aber wenn jemand mal Redebedarf hat, ist das irgendwo was, wo ich denke, da möchte ich irgendwo einsteigen. Weil ich bin relativ unbeschadet rausgekommen. Ich hatte Glück, dass ich dann draußen schon Freunde und Bekannte hatte, die mich aufgefangen haben, wenn es auch nur ein kleiner Kreis war, aber ich bin relativ gut rausgekommen. Und ich weiß, dass viele erstmal sehr einsam draußen sind. Genau. Genau. Weil du gehörst da nicht mehr hin und du gehörst da noch nicht hin. Und man ist ziemlich verrückt eigentlich auch vom Charakter her. Ne? Deswegen woanders dann erstmal wieder anzudocken, braucht dann auch seine Phase. Und das ist, was ich in Interviews auch merke, das ist ganz essentiell, dass jeder, der aussteigen möchte aus dieser Sekte, aus diesem Kult, so müssen wir es benennen, weil es ist so, es sind menschengemachte Lehren, die krankmachend sind für andere Menschen. Die brauchen erstmal ein soziales Umfeld, ein neues, dass sie sich aufbauen müssen. Deswegen muss man es auch nicht übereilen, sich jetzt ausschließen zu lassen oder selbst auszutreten. Man kann das auch ganz in Ruhe und ganz gezielt konzentriert ausgehen, weil wir haben nur dieses eine Leben erstmal. Wir wissen nicht, was danach ist. Und deswegen muss man die Schritte ganz gezielt angehen und sich jetzt hier nicht in eine Situation bringen, die einen so verzweifelt machen, dass man Dinge tut, die man nicht wieder rückgängig machen kann. Weil es gibt viele Menschen, wie auch das Beispiel von dem Neffen von dem Stephen Ladd, der dann einfach Suizid begangen hat aus Verzweiflung. Ja. Weil dahingehend kann es führen. Das ist ganz traurig. Ja, und das wird dann noch ignoriert von der Gesellschaft, von der leitenden Körperschaft. Ja, Jehova macht ja eh alles neu. Er weckt dann auf und dann darf er nochmal 1000 Jahre kämpfen gegen seine. Ja, genau, dann kann er nochmal wieder... Gegen seinen Lifestyle. Ja, gegen seinen Lifestyle kämpfen. Er ist ja krank. Aber gibt es dann keine Medikamente dagegen? Es ist so grotesk, es ist so grotesk. Es ist wirklich grotesk, es ist wirklich grotesk. Ja, nee, deswegen kann ich wirklich jedem nur raten, jeder muss seinen eigenen Weg natürlich finden, wie du gesagt hast, auszusteigen. Für den einen ist vielleicht ein glatter Cut gut, der andere schleicht sich lieber raus und baut sich schon mal lieber was auf. Da muss jeder seinen Weg finden und das kann man auch niemandem vorgeben. Ganz genau. Bei mir hat es lange gedauert, aber es hat sich gelohnt. Und es ist auch nicht egoistisch, für sich einzustehen und für sich zu sorgen und seine Emotionen und seine Bedürfnisse nach vorne zu stellen. Ich habe 40 Jahre fast gebraucht, 38 Jahre, um das zu verstehen, was Jesus sagte, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Genau. Und ich war immer einer gewesen, ich habe zu viel nach außen gemacht und habe mich und meine Familie damit aufgeheizt. Aber du kannst, das und ich glaube, dass, weil in der Bibel steckt viel Weisheit drin und viele wahre Worte. Natürlich. Und Jesus wollte nach meinem Empfinden heutzutage damit ausdrücken, du kannst andere nur so sehr lieben, wie du dich selbst liebst. Und dafür musst du auf dich achten, auf deine Bedürfnisse. Und das ist nicht egoistisch, das ist nicht narzisstisch, sondern das ist gesund. Weil du kannst nur das geben, was du dir selbst auch zuschreibst an der Stelle. Ja. Und alles andere funktioniert nicht, weil ich weiß noch, ich saß immer in der Versammlung und habe gedacht, das stimmt doch gar nicht, dieser Satz. Ich kann doch andere mehr lieben als mich selbst. Ich mag mich selbst gar nicht so sehr, aber ich kann andere doch sehr viel mehr lieben. Oh Mann, wie naiv. Das funktioniert überhaupt nicht. Das funktioniert nicht. Nicht auf Dauer. Nein. Dann saugst du dich auch aus. Genau, du heizt deine eigene Materie auf an der Stelle. Ja. Und die deiner Familie drumherum. Und das ist ganz, ganz gefährlich. Von daher ein gesunde Selbstliebe. Es geht nicht mal um Egoismus. Ja? Nein. Es geht nicht um Ellenbogen, sondern einfach nur, okay, was tut mir gut? Was brauche ich, um stabil zu sein, durch den Alltag gehen zu können? Ja, das sehe ich jetzt auch leider, wenn ich so zurückblicke, beziehungsweise wenn ich mal jemanden aus der Versammlung sehe, da sind so ein paar Schwestern, die auch nie an sich gedacht haben, die nur ihre Zeit in den Predigtdienst gesteckt haben und die wirklich... Ja, wie soll ich sagen, unglücklich wirken, verhärmt wirken. Die haben nie ein bisschen was für sich selbst getan, mal an sich selbst gedacht und ein bisschen Eigenliebe entwickelt. Und das ist traurig. Da kommt es, also wenn so jemand bei mir an der Tür stehen würde, würde ich denken, oh Gott, so möchte ich doch gar nicht leben. Ich möchte doch glücklich und zufrieden sein und die sind nicht zufrieden. Und das kann ich doch dann auch gar nicht widerstrahlen, ne? Genau. Die investieren halt in eine Versicherung, die sich nicht auszahlt an der Stelle. Genau. Es wird gesagt, Jehovas Geist gleicht das alles wieder aus. Ja, tut es aber nicht. Es passiert auch viel Gutes, aber ich sag mal, das, was du investierst in diese Organisation, fließt nicht eins zu eins wieder zurück an der Stelle. Ne? Du, Nein.
Du hältst den Lebenstraum von 8 Männern hoch. Ja, das ist das Schlimme. Das ist das Traurige. Das ist das wirklich Traurige. Vielen Dank, Simone. Das war echt Ich danke interessant dir. gewesen, auch mal diesen Einblick zu bekommen von einer Frau, die Frauen liebt und dass auch das alles in Ordnung ist und dass man auch da sehr glücklich mit sein kann und eine schöne Familie aufbauen kann, zum Beispiel mit den Töchtern deiner Frau. Und wie traurig es ist, wenn man weiterhin gefangen bleibt in dieser Organisation, weil wir haben nur dieses eine Leben. Die Zeit Absolut. verfließt, das Jahr, das weggeht, ist einfach weg. Und wenn man es nicht authentisch gelebt hat, dann läuft man Gefahr, vieles zu bereuen. Oder Beziehungen, die man heute nicht gelebt hat, mit den Eltern meistens, ja, das kommt nicht wieder an der Stelle. Und wenn sie verstorben sind, sind sie erstmal verstorben. Das kann man nicht wiederholen. Das ist sehr, sehr traurig, ne? Von Absolut, daher. da gebe ich dir recht. Echt cool, vielen Dank. Wie das so ist, denn man kommt doch von Höxchen auf Stöckchen, wie Man in kommt von Deutsch. Höxchen auf Schürzchen, genau, Ganz da kannst genau. du so sagen. Dann Ja, erzähl mal sicher. du mit Atlanta, komm. Atlanta, ja, also wie gesagt, ich habe ja erst spät angefangen, so ein bisschen in Anführungsstrichen Karriere zu machen, also ein bisschen mich beruflich halt auch weiterzuentwickeln und hatte dann halt eine gute Möglichkeit bei uns in unserem Unternehmen, ein Unternehmen der Chemiebranche. So. Und mein damaliger Chef hat mich angesprochen, ob ich unser Team in Atlanta unterstützen bzw. neu aufbauen möchte. Das alte Team war so gut wie komplett entlassen worden und drei neue Gesichter sind eingestellt worden, plus ein Standortleiter. Und dann bin ich dahin geflogen, sonntags angekommen, montags mein erster Arbeitstag und der neue Standortleiter hat uns vier dann erstmal zum Mittagessen eingeladen. Wie das dann so ist, damit man sich mal so kennenlernt und so. Ja, und irgendwie so die eine hat so immer so ein bisschen seltsam erzählt, wenn es um Religion ging. Und vor allem fand ich seltsam, dass es sehr schnell um Religion ging, dass ich dann so gedacht habe, irgendwie kann das doch nicht wahr sein. Und dann habe ich sie Irgendwas stimmt da tatsächlich nicht. gefragt, irgendwas stimmt, das kann nicht sein. Ja, und dann habe ich sie angesprochen, ich sage, du erwähnst ja ständig irgendwie Religion und Kirche und dass du da sehr aktiv bist. Ich sage, was für eine Religion gehörst du denn an? Ja, I'm a Jehovah's Witness. Ich denke, das kann jetzt nicht sein. Ich reise, wie viele Kilometer? 6.000, 7.000 Kilometer vom Ruhrgebiet in die USA, soll mit einem Team von vier Leuten zusammenarbeiten und eine davon ist gleich eine Schwester. So, ich denke, das kann jetzt nicht sein. Ich da natürlich schon mit meiner damaligen Partnerin zusammen, also schon bekennt, dass ich Frauen liebe. Und das hatte ich natürlich erstmal ein kleines Problem, erstmal, also wo ich dachte, wie gehst du jetzt damit um? Aber letztendlich ist sie eines der wenigen positiven Beispiele, die ich in der Zeit kennengelernt habe. Weil ich war, wie gesagt, 3 Monate da und dann irgendwann haben wir mal zusammen am Wochenende einen Zoobesuch gemacht und sind dann abends schön essen gegangen, haben Bierchen getrunken und sie fing wieder mit den Zeugen an. Und dann habe ich gedacht, wenn wir uns so anfreunden, ich kann sie nicht irgendwie belügen, dass ich da irgendwie habe ich gedacht, ich muss ihr sagen, dass ich auch eine Zeugin war. Es war einfach mein Bedürfnis. Und da habe ich sie gefragt. Ich sage, du, was würdest du denn sagen, wenn ich mal eine Zeugin war? Willst du mich jetzt veräppeln? Kam so die Reaktion. Ich sage, nicht wirklich. So Augen dann erstmal, weil sie wusste ja, ich bin mit einer Frau zusammen, dies und das. Ne? Nee. Und dann habe ich ihr dann erklärt, ja, mein Vater VA in der Versammlung sowieso. Meine Oma damals schon eine der ersten Zeugen, die Aufgaben gehalten, beziehungsweise die erste Frau, die damals bei uns in der Versammlung eine Aufgabe gehalten hat. Und wäre fast vom Stuhl gefallen. Ja. Das musste es auch erstmal verdauen. Hat, glaube ich, auch mit den Ältesten gesprochen, darum weiß ich auch nicht. Hat sich dann aber entschieden, dass wir trotzdem Sisters bleiben. Und dass wir nach wie vor eine gute Freundschaft pflegen. Wir sprechen selten, dadurch, dass wir jetzt beruflich im Moment nicht ganz so viel miteinander zu tun haben. Aber ab und an telefonieren wir und tauschen uns aus. Und sie ist eine von den wenigen positiven Beispielen, die mir gezeigt haben, dass es auch bei den Zeugen Leute gibt, die über der Lehre stehen, beziehungsweise die da zumindest für sich einen Weg finden, damit umzugehen. Genau, die Mensch sind, ne? Die Ausnahme bestätigt Genau. leider häufig die Regel. Aber Ja. das ist ja lustig, fliegst quer um die Ja. Welt, hast so ein Ja. kleines Team und eine davon ist auch noch Ja. eine Zeugin. Das war denn Ja. schon, als du dich ausgeschlossen hast oder zu Ja, den das war nach schon nach meinem 2014. Ausschluss, nach meinem. Also 2014 hatte ich mich ja ausgeschlossen Genau. oder hatte ich den Brief geschrieben und das war 2015.
Ist ja lustig, das war ja dann noch ganz frisch gewesen. Ja, genau. Also das war wirklich. Und auch dann war ich mit meiner Frau in den USA unterwegs, haben wir Urlaub gemacht. Also eigentlich in jeder Großstadt finden wir die Zeugen mit ihrem Wägelchen. Damals noch, weil kein Covid war. Ob wir im Strand in San Diego waren oder in New York am Times Square Wall standen die Zeugen. Meine Frau meinte auch, ziehst du die irgendwie an oder was? Ich Na, so, ich weiß das auch ist nicht. ja vom Hintergrund, das Broadcasting fing ja 2014 an. 2000, ja, Ja. 14 war es. Genau, August, Oktober 2014, September, Oktober. Und Ja. das zweite Lied war ja dann schon dieses Trolley-Videolied gewesen, Das kenne ich schon nicht, ja. Muss ich mal gucken. wo aus der Sicht eines Trolleys, also so ein Operettenstück gesungen. Und damit wurden Ja. dann ja auch die Trolleys im Grunde genommen eingeladen bzw. implementiert in den Predigtdienst, weil sie, ich weiß nicht, aus China dann 10.000 Trolleys gekauft hatten und die wurden dann über die Versammlung verteilt. Und damit fing dieser Trolley-Dienst an und Ah ja, dieses okay. Public Witnessing in dieser Form. Nicht mehr, Ja. dass die so stehen in der U-Bahn, Ja, sondern dass das genau. Ganze auch ein bisschen Bisschen ansprechend gemacht aufgelockerter wird. aussieht. Genau, Genau. anschauen. Ja, siehst du, das habe ich dann schon gar nicht mehr so mitbekommen, weil ich habe mich im August, September, Ende August habe ich meinen Brief geschrieben. Die Videos, das Broadcasting habe ich eigentlich da noch gar nicht mitbekommen. Das habe ich dann erst jetzt so Jahre später dann mal reingeschaut oder dann eher bei dir dann, wenn so Kommentare Ja. dazu kamen. Also Oder bei Lloyd Evans, dass man sich das dann angeguckt hat. Aber genau. als aktive Zeugin hatte ich das noch nicht. Hast nichts verpasst. Nee, habe ich nicht. Es hat sich Es zwar ist viel. peinlich. Ja, es hat sich zwar viel getan und man ist dadurch einfach der leitenden Körperschaft sehr viel näher und Ja. sieht, was das für Menschen sind, ohne sie jetzt Ja. hier bewerten zu wollen, erneut auf dem Kanal. Aber Ja. es hat viele Menschen zum Aufwecken gebracht, gerade Ja. dass man sieht, okay, dass das ja eigentlich eine amerikanische Teleevangelisierung Ja. ist, die hier jetzt anfängt. Ja. Ja, absolut. Das war schon, also da war ich noch untätig, also noch nicht offiziell ausgeschlossen. Da war ich noch mal irgendwo einen Tag zum Kongress und da war meine kleine Schwester auch mitgekommen. Und da war irgendwie ein Drama oder ich weiß gar nicht, irgendeine Familie, die da ihre Erfahrungen bekannt gegeben hat. Das war alles schon so gekünstelt. Das habe ich schon als schlimm empfunden. Aber die Videos jetzt sind ja noch mal einen Tacken verschärfter und wie, ich weiß gar nicht, wie ich das nennen soll. Es ist Propaganda. Es ist Ja, das einfach, ist reine Propaganda. Ja, es ja. ist einfach Propaganda. Also es ist Ja. wirklich erschreckend, was da produziert wird Ja. und wofür Geld gesammelt wird, um da neue Videostudios zu Ja. bauen, um das Ja. noch hochwertiger erscheinen zu lassen. Ja, das stimmt. Also das ist wirklich erschreckend. Deswegen, also wie du sagst, eigentlich muss man jetzt wach werden, wenn man diese Videos sieht. Also es gibt eine gute Chance dafür, aber jeder muss selbst wissen, ob er das gut Ja, findet und genau. ob ihm das Sicherheit gibt. Weil Ja. ich sage mal, es gibt auch Charaktere bei Jehovas Zeugen, ganz ehrlich. Da sage ich mir, oh, es ist besser, dass die da drin bleiben. Das Ja, das gibt stimmt. denen Sicherheit und Ja, da gebe ich dir recht. die würden wahrscheinlich nicht überleben, wenn sie diese Sicherheit, diesen loslassen würden oder wenn sie erfahren würden, Das dass das soziale alles nicht Gefüge stimmt. verlieren, ja. Ja, auch gebe ich dir recht. Du, ich kann mir auch, wenn ich so manche Videos sehe, kann ich mir die eine oder andere Schwester oder auch Bruder aus unserer Versammlung vorstellen, wie die dann Tränchen vergießen, weil sie so berührt sind. Ja, weil sie das so toll finden. Ja, Ja. also ich habe da manchmal früher zugehört, muss ich zugeben. Also Ja. ich habe das voll ernst genommen und das hat mich berührt und angesprochen, weil ich gedacht habe, boah, das ist ja schön, dass das Bildungswerk Jehovas seiner Organisation jetzt auch Genau, ja, klar. darüber geht und das ist ja viel effizienter. Und ich habe mir aber ehrlich gesagt noch mehr erhofft. Ich habe gedacht, die Organisation geht sehr, sehr viel weiter in dem Ganzen, sind sie dann ja aber dann Ja, doch nicht gegangen. Wahnsinn. Ja, es ist halt der Wunsch ist der Vater des Gedanken, ne? Ja, Sagt genau. man oft. Echt cool. Vielen Dank, dass du da bist. Danke dir. Und Ich dass danke du dir. War das. ein tolles Gespräch. Vielleicht darf ich noch eines meiner Lieblingszitate einwerfen zum Bitte Schluss. Das gerne. habe ich irgendwann mal zufällig gelesen und ich finde, das passt irgendwie so gerade auf uns als ehemalige Zeugen. Das hat ein italienischer Künstler gesagt und zwar: Lieber ein Tag Löwe als 100 Tage Schaf. Ich habe das für mich so ein bisschen umgewandelt und sage lieber Interessant. 100 Jahre Tiger als 1000 Jahre Schaf, weil ich die 1000 Interessant. Jahre da Echt in dem schöner Sinne Spruch. lieber, ja, Schön, echt. Echt ein lieber ein Sch Tag Löwe als 100 Tage Schaf. Das stimmt. Das ist echt ein schöner Spruch, ein Gedanke. Lieber einen Tag authentisch leben und Genau. in Tiefe glücklich als 100 Tage und nur vor sich hin vegetieren. Echt schöner Und in der Schlussgedanke. Menge vor sich hin dümpeln. Ja.
uns da die Uniform tragen. Genau. Ja, aber vielen Dank auch für das nette Gespräch. War super, hat Spaß gemacht und ich hoffe, wir bleiben in Kontakt. Garantiert, garantiert, Simone. Okay, vielen Dank, bis dann. Ciao. Ciao, ciao.